Ja, ihr tragt Namen des Krieges im Wort. Wurdet ihr im Kampf verwundet? Diese Augen haben den Kampf gesehen. Das ist wahr. Und meine Haut trägt die Spuren von Schwertern und Äxten. Doch das ist lange her. Jetzt ist mein Platz her. Ja, warum habt ihr der Schlacht den Rücken gekehrt? Weil es viele Wege gibt, seinem Gott zu dienen. Ich gehöre dem Orden der gebrochenen Klinge an. Meine Pflicht ist es, diesen Ort zu bewachen. Orden der gebrochenen Klinge bewacht Orte, die Tempus heilig sind, richtig? Und ja, das hier ist immer dasselbe. Ich muss mich auf den Weg machen, lebt wohl. Und ich hätte noch andere Fragen. Ja, wir sind wahren Krieger. Verwundet im Kampf halten uns unsere Verletzungen nun fern von den Frontlinien. Dennoch sind wir nach wie vor in der Lage, die heiligen Orte unseres Herrn zu bewachen. Und dies ist eine heilige Stätte? Er ist Tempus heilig. Er kennzeichnet den Ort, an dem der Barbar Jerod vor vielen Jahren sein Leben gab. Er liegt in einem Stein unter diesem Tempel begraben. Was Jerod war ein Schamane. Vor vielen Jahren vereinte er die Nordstämme und führte sie im Kampf gegen Arakons Armee zum Sieg und bezahlte dafür mit seinem Leben. Wie ist er ums Leben gekommen? Als Arakon sah, dass seine Armee von Jerod und den Nordstämmen eingekesselt war, wollte er die Höllen zu Hilfe rufen und öffnete ein Tor zu den unteren Ebenen. Er hat Dämonen in die Schlacht gebracht. Die nördlichen Stämme wären vernichtet worden. Das glaube ich nicht. Jerod hingegen schon. Man sagt, Tempus sei Jerod auf dem Schlachtfeld erschienen. Und Jerod hätte dies als Zeichen gesehen. Als Zeichen was zu tun? Jerod glaubte, dass Tempus ihn aufforderte, sein Leben für den Sieg seines Volkes zu opfern. Und so stürzte er sich in das Portal. Und sein Blut ließ es zu Stein erstarren. Seit dieser Zeit liegt sein Körper begraben in einem Stein unter diesem Tempel. Er klingt nicht so, als befürwortet ihr Jerods Entscheidung. Jerod hätte sich keineswegs opfern müssen. Tempus Erscheinen war ein Glaubenstest. Und ein Beweis, dass Jerods Volk die Schlacht bereits gewonnen hatte. Jerod jedoch enttäuschte seinen Gott und starb den Tod eines Feiglings. Aber es ist bekannt, dass Tempus Krieger erscheint, die den Ausgang der Schlacht bestimmen können. Also war Jerods Tod vielleicht nicht es. Man stirbt für Tempus mit dem Schwert in der Hand und nicht indem man sich märtyrerhaft Höllenmächten in die Arme wirft. Jerods Pflicht wäre es gewesen, seinen Kameraden beizustehen. Nicht sich umzubringen, als das Feld schon ihnen gehörte. Sein Opfer hat vielleicht andere Tode verhindert, etwa was? Opfer? Lass mich zu diesem Opfer Folgendes sagen, junger Freund. Und dann reden wir nicht mehr darüber. Ein Opfer ist ein Tod, der eine Bedeutung hat. Ist er umsonst, ist es eine Verschwendung. Das ist es, was uns Jerods Stein lehren will. Mein Tagebuch wurde aktualisiert. Wir haben den dortigen Priester des Tempels Everard getroffen und die Geschichte von Jerod Stein gehört. Sie berichtet von einem Barbaren-Schaman, der sich selbst geopfert hat, um ein Dämonenportal zu versiegeln, das unter dem Tempel liegt. Seltsamerweise schien Everard Jerod und sein Opfer zu verachten. Und dieser Stein ist unter dem Tempel begraben? Ganz recht. Eine große, runde Steinplatte, in der Jerods Körper für alle Ewigkeit eingeschlossen ist. Und ich bewache und schütze diesen Stein, Namen Tempus. Ja, okay. Ich verstehe. Ich hätte noch andere Fragen, die ich euch gerne stellen würde. Es steht euch frei, Fragen zu stellen, Reisender. Ich verspreche jedoch keine Antworten. Ja. Was ist das für eine glyphenbedeckte Tür unter der Statue? Die Tür führt zu Jerods Stein unterhalb des Tempels. Sie wurde vor langer Zeit mit Tempus Glyphen versiegelt. Okay. Es steht euch frei, Fragen zu stellen, Reisender. Ich verspreche jedoch keine Antworten. Also die ersten drei, die haben wir schon mal. Das mit seinen Wunden haben wir gefragt. Wir haben Jerods Geschichte gehört. Wir haben das über die Schlachten gefragt. Wir können ihn über den Boten mal fragen. Ja. Ein Mann aus Kuldehar fand mit Mühe zu unseren Toren. Nächsten Morgen war er tot. Er sagte, er wäre ein Bote des Erzdruiden von Kuldehar. Was wollte er? Der Mann sprach von mysteriösen Vorgängen in Kuldehar. Er war zu schwer verletzt, als dass ich seinen Worten irgendeinen Sinn entnehmen konnte. Vielleicht hat Rotgar ja mehr verstanden als ich, da er nun eine Expedition nach Kuldehar organisiert. Er war der Hohepriester von Tempus in Osthafen, hat bestätigt, dass ein Bote aus dem Ort Kuldehar im Norden zum Tempel des Tempus kam und kurz nach seiner Ankunft gestorben ist. Vor seinem Tod sagte der Bote etwas von mysteriösen Geschehnissen in Kuldehar und bat die Leute von Osthafen um Hilfe. Offenbar organisiert Hotkai jetzt eine Expedition nach Kuldehar, um der Sache nachzugehen.
Nehmt ihr an dieser Expedition teil? Nein. Mein Platz ist hier. Aber selbst wenn man mich gefragt hätte, wäre ich wohl nicht mitgegangen. Meine Verwundungen würden die Expedition ja doch nur aufhalten. Ja, danach könnten wir ihn nochmal fragen, aber das hatten wir schon. Also eure Verletzungen, wurdet ihr im Kampf verletzt? Nein, ich hätte noch andere Fragen. Steht euch frei, Fragen zu stellen, Reisender. Ich verspreche jedoch keine Antworten. Wisst ihr etwas über die Expedition, die Hotka vorbereitet? Ja, ich habe davon gehört. Ein Bote aus Kuldahar kam vor gar nicht allzu langer Zeit zu diesem Tempel. Und seitdem will Hotka unbedingt selbst sehen, was im Norden vor sich geht. Ein Bote? Ja. Ein Mann aus Kuldahar fand mit Mühe zu unseren Toren. Nächsten Morgen war er tot. Er sagte, er wäre ein Bote des Erzdruiden von Kuldahar. Ja. Der Mann sprach von mysteriösen Vorgängen in Kuldahar. Er war zu schwer verletzt, als dass ich seinen Worten irgendeinen Sinn entnehmen konnte. Vielleicht hat Hotka ja mehr verstanden als ich, da er nun eine Expedition nach Kuldahar organisiert. Ja. Das könnten wir wieder fragen, wie der Expedition, aber wir stellen Steht noch euch andere frei, Fragen. Fragen zu stellen, Reisender. Ich verspreche jedoch keine Antworten. Ich habe mich gefragt, ob wir dem Tempel unsere Ehre erweisen könnten und vielleicht etwas Heilung bekommen könnten. Ja, das ist das Tempelmenü. Kennen wir ja auch so ähnlich aus Baldur's Gate. Also hier sind die Tempelzauber, wie Wunden heilen. Kostet nur gerade mal 10 Gold. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Also Wunden heilen, mittelschwere Wunden heilen. Ganz ehrlich, warum sollte man das nehmen? Zweimal leichte Wunden heilen heilt besser als einmal mittelschwere Wunden heilen und kostet dasselbe. Gift verlangsamen, Magiebann, Segen könnten wir. Lähmung aufheben, Krankheit heilen. Schwere Wunden heilen können wir nicht. Gift neutralisieren, Tote erwecken und Auferstehung sind auch recht wichtig. Die sind aber saumäßig günstig, muss ich sagen. Aus Baldur's Gate kenne ich, dass die 1000 Gold kosten. 1500, nicht nur 150. Magiebann, Fluchbrechen. Das Einzige, was ich jetzt nicht sehe, ist Genesung, um Stufenverluste auszugleichen. Aber ich glaube, es gibt hier gar keine Gegner, die... Also Vampire zum Beispiel können ja Stufenverlust machen. Dass unser Charakter praktisch eine ganze Stufe verliert und unter einem Debuff leidet, bis wir den nicht weggemacht haben, hat er halt eine niedrigere Stufe. Und wenn er halt Stufe 0 erreicht, hat er so tot. Okay. Wir können spenden. Ja, spenden wir mal 5 Gold. Einfach für die gute Reise. Wir können Sachen kaufen. Hier könnten wir eine Tranktasche und einen Schriftrollenbehälter schon mal erwerben. Das machen wir auch. Gleich. Und ja, hier gibt es so die Standardsachen wie Heiltränke, Gegengift, Mamas Tee. Ja, kann genauso Krankheiten heilen wie der ist zum Krankheiten heilen und Gegengift ist halt Giftbann. Heilungselixier. Ja, Gifte Krankheiten heilen und 10 Trefferpunkte. Also etwas besser als der Heiltrank, der nur 9 gibt. Aber um einiges teurer. Leichte Wunden heilen. Ja, leichte Wunden heilen. Oh, der heilt permanent 8 Lebenspunkte. Leichte Wunden heilen, okay. Ist nicht so wie in Baldur's Gate, wo er... nur 1W8er heilt. Krankheit heilen, Stein zu Fleisch, Tote erwecken. Auferstehung ist sehr teuer.
Ja. Gut. Und identifizieren haben wir nichts. So, das klicken wir mal kurz weg. Tranktasche tue ich meistens zu unserer Heilerin und den Schriftrollenbehälter zu unserem Magier. So, da sind die am besten aufgehoben. Und wir haben Tagebucheinträge. Ah, wichtige Ereignisse. Und ja, das mit, dass hier, dass Everard hier als Opfer verachtet ist, da gelandet. Und hier bei der wichtigen Ereignisquest haben wir einen neuen Eintrag. Everard, der Hohepriester von Tempus in Osthafen, hat bestätigt, dass ein Bote aus Kuldaheim im Norden zum Tempel des Tempus kam und kurz nach seiner Ankunft gestorben ist. Ich glaube, das hatten wir schon mal, aber vor seinem Tode sagte der Bote etwas vom mysteriösen Geschehnissen in Kuldaha und bat die Leute von Osthafen um Hilfe. Offenbar organisiert Hutkai jetzt eine Expedition nach Kuldaha, um der Sache nachzugehen. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Gut, das war der Tempel. In Ordnung. Ich weiß gerade gar nicht, waren wir in den Häusern hier? Sieht danach aus, eigentlich, ehrlich gesagt. Das heißt, wir gehen jetzt in Utgas Haus. Das wäre das hier. Dein Befehl sofort. Und ja, wir könnten theoretisch Hotgap bestehlen. Was, wenn es dein Wunsch ist? Noch Pfeile und ein Kurzbogen. Okay, Schlösser öffnen fehlgeschlagen. Schlösser öffnen gelungen. Gekritzelte Notiz. Wenn ihr diese Notiz lest, müsst ihr ein Dieb sein, der meinen hart verdienten Besitz wegnehmen will. Tja, da muss ich euch enttäuschen. Habt ihr wirklich geglaubt, ich würde meine Wertsachen an einer so offensichtlichen und unbewachten Stelle verwahren? Dies ist eine Warnung. Ich habe nichts übrig für Leute, die ihre Nase in Dinge stecken, die sie nichts angeht. Jeder, der in der Stadt Osthafen auf Diebesgut erwischt wird, bekommt es mit mir zu tun. Gar. Ja. Ja. Das war ein nettes Easter Egg, was ich noch nicht mal kannte, weil ich eigentlich nie auf die Idee gekommen bin, Odgar zu bestellen. Weiter. Schön, euch wiederzusehen, mein Freund. Fühlt euch wie zu Hause, aber macht nichts kaputt. Viele der Kuriositäten, die ihr hier seht, haben für mich einen sehr persönlichen Wert. Ja, wenn man richtig hinsieht, hat er einen Ninfiden- und einen Minotauren-Schädel an der Wand hängen. Also einen Gedankenschinderschädel. Und das letzte ist entweder leer oder da hängt ein Geisterkopf oder etwas. Und ja, das sein Pseudo-Bärenfell vor dem Kamin sieht auch sehr interessant aus. Ist das ein Erdkoloss? Nee, Erdkolosse haben keine Schwänze. Wo habt ihr all diese Sachen her? Das sind alles Erinnerungen an meine Tage als Abenteurer, verschiedener Kleinkram, den ich hier und da gefunden habe. Es sind eigentlich mehr Andenken als Wertgegenstände. Erinnerungen an meine Tage voller Ruhm und Reichtum. Erinnerung an diese Tage, also habt ihr euch zur Ruhe gesetzt? Halb zur Ruhe gesetzt trifft es besser. Diese Gegend ist immer noch wild und voller Gefahren. In den letzten Jahren hatte ich oft Gelegenheit, Schwert und Schild zu nehmen und gegen jene zu kämpfen, die Sicherheit Osthafens und seiner Nachbarn bedrohten. In der Tat plane ich gerade wieder eine solche Expedition. Darüber wollte ich mit euch reden. Was für eine Expedition? Wir haben Nachricht aus Kuldaha erhalten, unserer Nachbarstadt im Süden, dass böse Mächte in der nahen Gebirgskette, dem Grat der Welt, ihr Unwesen treiben. Ich organisiere und führe eine Gruppe von Osthafen gen Süden zum Kuldaha-Tal, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ihr seht aus, als wärt ihr diesem Unternehmen gewachsen. Wollt ihr euch uns anschließen? Was sagt ihr dazu? Ja, mit was für bösen Mächten haben wir es hier zu tun? Ich weiß auch nicht. Der Bote hat nichts Genaueres gesagt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kann euch wahrscheinlich der alte Evra drüben im Tempel weiterhelfen.
Doch die Zeit wird knapp. Ja, der hat nichts verstanden, hat er gemeint. Wir müssen diese Expedition auf den Weg bringen, bevor der Schnee den Pass nach Kuldahar völlig unpassierbar macht. Also, wie habt ihr euch entschieden? Seid ihr dabei oder nicht? Klingt so gefährlich, vielleicht nächstes Mal. Lebt wohl. Wie ihr meint. Aber ich muss zugeben, dass ich etwas enttäuscht bin. Ich hatte euch für Abenteurer gehalten. Naja, ich denke, ihr werdet gute Fische abgeben. Einer der wenigen sicheren Berufe in diesem Teil der Welten.